Hi meine Mäuse, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Tanja, das ist mein Kanal, Tanja's Colorful World. So meine Lieben, was habe ich heute für euch? Und zwar, ich war die Tage bei Douglas, weil ich keine LE bei uns gefunden habe. Ich war viermal war ich gewesen. Ich war einmal bei Rossmann und dreimal bei DM. Dann habe ich gedacht, wisst ihr was? Die Tanja geht jetzt mal nach Douglas und holt sich da was. Und ich habe da was entdeckt. Ist zwar schon eine alte, ältere Geschichte. Und eine neue Sache auf jeden Fall ist eine, die Sommerpalette. Ich sag mal, wenn ihr wissen wollt, was ich da ergattert habe, dann sehen wir uns gleich nach dem Intro. So, meine Lieben, wie ich bereits gerade schon gesagt habe, war ich bei Douglas, weil ich keine Limited Edition bekommen habe. Nein, ich war dreimal, wie gesagt, ich wiederhole das nochmal, bei DM und einmal bei Rossmann. Nix, gar nix, ne? Immer noch nix. So, was habe ich da besorgt mir? Und zwar, ich weiß nicht, vielleicht einige kennen vielleicht U-Star. U-Star bekommt man bei Douglas. Ist etwas teurer als ein Drogerieprodukt. Ich würde sagen, das sind alles gute Preise. Wie gesagt, ihr bekommt schon Sachen für unter 10 Euro. Auf jeden Fall. Ich werde euch die einzelnen Preise, werde ich euch natürlich einblenden. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe auf jeden Fall für alles habe ich so 52 Euro ungefähr bezahlt. Ne? Genau. Ich zeige euch gleich erstmal die Sachen, die ich von U-Star mitgenommen habe. Natürlich waren da mehrere Sachen. Es waren auch Eyeshadow-Paletten da. Haben mich jetzt nicht so persönlich angesprochen. Es gibt auch bunte Paletten, aber war nichts mehr davon da. Deswegen habe ich eine andere Palette mitgenommen. Aber wir fangen es an mit U-Star, endlich. So, als erstes habe ich mir einen Pinsel geholt, weil ich dachte, boah, einen neuen Foundation-Pinsel. Und diesmal habe ich mir so einen kleinen mitgenommen. Der ist von U-Star auf jeden Fall. Ich zeige euch das mal. Ist der 03 Buffer. Ne? Davon gibt es auch in Schwarz einen, auch von U-Star. Der ist etwas größer und auch etwas breiter oben. Ich wollte aber so einen kleinen haben, weil mit dem kleinen kann man besser hier an der Seite so ein bisschen arbeiten. Der war jetzt 6,49 Euro, eigentlich 6,99 Euro, aber wie gesagt, den Preis werde ich euch nochmal raussuchen, einblenden. War jetzt ein bisschen günstiger als der UVB-Preis auf jeden Fall. Und damit kann man leben, ne? Da kann man echt mit leben. Ist ein schöner Pinsel, würde ich sagen. Ist echt toll. Den finde ich auf jeden Fall persönlich super. Genau. Den werden wir gleich auf jeden Fall benutzen. Dann habe ich mir eine Mascara mitgenommen. Gibt vier verschiedene, auch wasserfeste. Das ist jetzt keine wasserfeste Mascara. Das ist jetzt die Curl und Define Mascara. Diese, das ist jetzt, ja, wie gesagt, diese. War 6 Euro ungefähr. Ne? 6 Euro. Gab es vier Stück. Habe ich ja gerade schon gesagt, ne? Die hat eine Kunst, eine Gummibürstchen, Boah, ich muss eine Brille haben, aber schminken ist schlecht, eine Brille, ne, zu tragen. Ein Blindfisch, ich. So, auf jeden Fall ist alles tierversuchsfrei und vegan auf jeden Fall. 14 Milliliter sind hier drin, ist gut. 14 Milliliter ist okay, ne? So. Dann habe ich mir eine Blush-Palette mitgenommen. Gab es auch noch Highlighter-Palette, aber die habe ich jetzt nicht mitgenommen, eine Highlighter-Palette. Auf jeden Fall so sieht die Verpackung aus. Und das ist die Verpackung dazu. Wie gesagt, tierversuchsfrei, vegan, klimaneutral, ne, klimaneutrales Produkt. Hier sind sechs verschiedene drin. Einmal drei schimmerfarbene und drei matte Töne. Schade, ihr könnt das nicht so sehen, ne? Ich weiß nicht, ob die Kamera das so schön einfangen kann. Das ist nicht ganz so hell, ne? Das sieht aber in der Kamera jetzt so aus. Das ist so schön alt-rosé, so ein Rosé. Ja, ich bin gespannt. Hat 7 Euro, glaube ich. Ich weiß nicht ganz genau. Wie gesagt, den Preis blende ich euch ein. Dann habe ich mir noch einen Bronzer mitgenommen. So, 16 Gramm. Ist Medium, gibt in drei verschiedenen Farben. In Light, Medium und in andere weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall drei verschiedene auf jeden Fall. Kompakt Bronzer Powder. Verpackung dazu ist so. Und ich habe gedacht, Medium ist ganz okay, ne? So.
Ja. Vor allem, den können wir auch im Herbst benutzen, ne? Das ist jetzt nicht so warm. So, und dann habe ich ja von da habe ich ja keine Palette mitgenommen, weil waren alles nur in so Brauntöne. Es gibt aber auch im Bunt, das weiß ich, habe ich schon nachgeguckt. Online kriegt man das auch im Bund, aber vor Ort war nichts, weil wir haben nicht so eine große Douglas-Filiale. Also da kriegt man meistens nur Chanel, Gucci und die teuren Sachen, Shiseido. Und also die haben auch mit Paletten auch nur Murphy, kriegst du da alles so, aber nicht so die anderen Standard, was Standard, nicht so viel Auswahl, sagen wir mal so, nicht so viel Auswahl, ne? Bei uns in der Filiale. Habe ich von Douglas Eigenmarke, ist die Sommerpalette, habe ich mal mitgenommen. 19,99 €, ne? Genau. Vielleicht nimmst du die, ist wenigstens ein bisschen mit Farbe drin. So, ne? Damit kann man auch arbeiten, würde ich sagen. Damit kann man schöne Sommerlooks machen. Ist nicht so knallig, ne? Und trotzdem ein bisschen bunt. Die werden wir auf jeden Fall jetzt ausprobieren. So, Foundation habe ich da jetzt nicht mitgenommen. Ich wollte erst von da eine Foundation mitnehmen, aber habe ich jetzt nicht. Ich habe, wisst ihr, habe ich gesagt, ah, weißt du was, gehst du mal nach DM und guckst nach dieser neuen Foundation von L'Oreal. Age Perfect Kollagen Make-up Balm, genau. Ich habe jetzt die 03. Ich hatte erst Light in der Hand. Light, weil ich dachte, okay, das kommt eigentlich ganz gut mit dem Farbton. Und dann war ich an der Kasse, sage ich, Stefan, ach, weißt du was? Ich glaube, das ist zu hell. Aber ich glaube, ich hätte das helle lassen sollen, weil ich da nochmal los bin, habe das getauscht und habe dann die 03 genommen, Medium. Und ich glaube, Medium wird zu gelbstichig sein. Also, ich hätte das, glaube ich, Light lassen sollen. Aber okay, wir testen das jetzt. Und schauen wir mal. Wie gesagt, knapp 13 € kostet die Geschichte. So, wir fangen jetzt an. Wir sind schon wieder bei 9 Minuten. Genau. Wir fangen auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Auge an. Und den Foundation machen wir zum Schluss. So, ich werde mich mal eben vorbereiten. Oder ich lasse euch mitlaufen. Machen wir so. Ne? Genau. So, fangen wir an. Als erstes nehme ich mir mal einen Concealer. Werde mal hier oben schon mal so ein bisschen vorbereiten. Ich finde den großen zu hart. Ich muss echt sagen, ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr den gut findet. Ich finde den zu hart. Auch wenn der angefeuchtet ist, ist der zu hart. Der ist mir, weiß nicht. Ich habe lieber der, wenn der ein bisschen weicher ist. So. Jetzt werde ich mal noch mal ein bisschen Primer drauf machen. Ich mache das einfach mal. So. Boah, das ist viel zu warm eigentlich hier drin zum Schminken. Oder allgemein, das Wetter ist viel zu warm. Aber nützt nichts, ne? Ich wollte euch das jetzt zeigen. Hallo. So, fangen wir an. Ich zeige euch nochmal die Farben. Ich werde jetzt in diesen Ton reingehen. Ich werde euch die Palette aber einblenden und ein Kreuz hier machen. Genau. So, fangen wir aber erstmal an jetzt damit. Schauen wir mal, ob wir was zaubern können. Wie gesagt, 19,99 €, ne? Wir machen auch ganz einfaches Make-up hier heute. Nichts Aufwendiges.
So. Ich denke mal, ist ganz gut so, ne? So, jetzt wechsle ich mal mit dem Pinsel. Jetzt nehme ich einen kleineren, fester gebundenen Pinsel. Werde nochmal in diesen Ton reingehen, genau. In diesen Ton. Oh. Okay. Ich werde den auch bis vorne ziehen. Schön. Also ich muss sagen, der Farbton gefällt mir total, wirklich richtig, 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 richtig gut. So, bleiben wir in dieser Farbrichtung oder machen wir ein bisschen mit dem Grün? Ich glaube, ich werde in... Ja, Gesundheit, Stefan. Ich werde mal in Paparazzi reingehen. In diesen Farbton. Versucht das mal für hier hinten. Ja. Das so ein bisschen reinziehen. Okay. Gut, dass wir das Make-up noch nicht gemacht haben. Auch schön die Farbe. Ausblenden werden wir das gleich. Andere Seite. So. Ich überlege gerade. Wir werden jetzt auch von dieser Paparazzi vorne im Innenwinkel was machen. Genau, im Innenwinkel. Hier. Im Pinsel. Kleineren. So, wir werden heute, glaube ich, gar kein Grün nehmen, oder? Oder vielleicht doch, ich weiß es doch nicht. Machen wir hier. So, andere Seite. Der Ton ist unheimlich schön. Der gefällt mir wirklich, 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 wirklich. Also bis jetzt haben wir kein Fallout oder so, muss ich echt sagen, ne? Ist nix. So. Ich werde jetzt mal eben eine kleine Cut-Crease hier auf dem Augenlid machen. Und dann bin ich sofort wieder bei euch. Genau, wir machen heute nämlich was ganz Kleines vorne ein bisschen aufhellen. Und dann sind wir gleich wieder da. Genau, so machen wir das. So. Bin wieder da. Ich habe so ein bisschen auf dem Mittellid, ne, ein bisschen Concealer drauf gemacht.
habe es jetzt ein bisschen antrocknen lassen. Und wisst ihr, was jetzt machen wir? Ich habe ja so. Ein Applikatorpinsel. Ich könnte natürlich auch die Finger nehmen, aber ich nehme dieses Teilchen jetzt mal. Und gehe in diesen grünen Fashion Show, steht da drauf, in diesen grünen glänzenden Ton, den ja Glitzer nicht, aber glänzenden, schimmerfarbenen Ton. Nehmen wir den. Und werde den jetzt hier so drauf geben. Überall, wo das helle ist. Das war mit dem Applikator, man kann da auch mit dem Pinsel, mit dem Finger. Wir gucken mal gleich, wie der mit dem Finger ist. Aber der fühlt sich gut an. Ihr könnt, wenn ihr oben dran gekommen seid, könnt ihr das auch noch mal mit dem so ein bisschen verblenden. Mit dem alten Pinselrest. So. Gerade. Das ist nämlich so einen kleineren, flach gebundenen Pinsel, kurzen, und werde in diesem Grün reingehen. Ich überlege jetzt gerade, in welcher Farbe, ob in diese Khaki oder in Grün reingehen. Ich gehe jetzt mal in den gleichfarbigen Ton rein. Gucken, ob der Pinsel okay ist. Wenn nicht, müssen wir den Pinsel gleich wechseln. Und werde das hier an der Seite so. So ein bisschen einwischen. Braucht doch gar nicht viel. Ich werde jetzt mal noch mal mit dem Finger in dem Grün reingehen. Und cremig ist das. Ja. Wir werden das noch mal so nachtoppen. Ja, das reicht dann aber auch schon. Sind wir obenrum dann fertig. So. Ich glaube, das reicht. Ja, das bleibt so. So. Machen wir jetzt die Foundation. Ich denke mal, obenrum sind wir erstmal so weit durch, ne? Lassen wir erstmal so. Also, ich muss sagen, die Farben sind nicht schlecht, ne? Okay, ein bisschen Kickback haben wir in der Palette. Aber das ist okay. Wir haben 20 Euro bezahlt, ne? Na, ich hätte das vorher mal aufmachen sollen. Machen wir das so, ne? Wie gesagt, ich denke mal, die Farbe wird zu gelbstichig sein. Aber ich muss. Oh, was ist das denn? Ach, hier ist noch ein Kleber drauf. So, jetzt nehmen wir mal noch einen Primer. Ich nehme den von Alverde Naturkosmetik, den Hydro Primer mit dreifach Hyaluronsäure.
So. So. Moment warten. Mal gespannt, der soll ja nicht so hochdeckend sein. Finde ich eigentlich ganz gut bei älter, bei reiferer Haut, sagen wir bei älterer, ja, ältere oder reifere Haut. Aber die Farbe werde ich mich wohl vergriffen haben. Also ich denke mal, Medium wäre ganz gut. Gibt drei verschiedene Farbtöne auf jeden Fall. So, probieren wir mal den Pinsel aus. Ich fand den gut, weil er nicht so groß ist, ne? Ich gebe das mal hier so rein. Oh. Ich hoffe nicht. So. Mich kräftig vergriffen. Ja. Okay, ich denke mal, ich werde mir noch eine Nummer heller holen, weil dieses ist doch zu gelbstichig. Okay. Aber gut. Ja, machen wir erstmal weiter. Das ist schon mal nicht schlecht, finde ich gut. 13 Euro. Ja, aber wie gesagt, ich würde mir Medium holen. Oder war es Light? Ne, Light war das. Das ist ja Medium. Light. Das ist ein bisschen braun. Gut, würde jetzt, glaube ich, gehen im Sommer. Aber für den Winter ist das nichts, für den Herbst. So, nehmen wir ein bisschen Concealer. Ich überlege mal gerade, nehmen wir einen hellen Concealer. Ja, ich nehme mal einen hellen Concealer. Und zwar von Juvia's. Machen wir hier so ein bisschen hin. Und ein Punkt hier, ein Punkt hier, ein Punkt da. Und hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. So. Nehme ich jetzt mal einen Pinsel. So. Okay. Jetzt pudern wir mal ein bisschen ab mit von Love. Universal Powder. Kann ich euch nur empfehlen, dieses. Das ist wirklich toll. So, ich mache jetzt mal eben schnell meine Augenbrauen. Und dann bin ich sofort wieder bei euch. Genau. So, jetzt machen wir direkt mal die Mascara.
Wie gesagt, die Palette ist auf jeden Fall super. 20 Euro, ja. Ist okay. Man kann auch noch heller arbeiten, ne? Oder noch dunkler arbeiten. Kann man so ein bisschen mit rumspielen. Die andere Seite. Gibt auf jeden Fall vier verschiedene Mascaren und die haben alle unterschiedliche Köpfe. Auch wasserfeste gibt es auch. Ich glaube, wir machen noch eine Schicht. Das ist jetzt mit einer Schicht, ne? So, machen wir noch eine. Hat auch keinen Geruch. Was jetzt penetrant ist, ist oder so. So, ich kriege so eine leichte Krise gerade. So eine leichte Krise. Meine Kamera geht ewig aus, weil das einfach zu warm ist hier in dem Zimmer. Also, meine Kamera ist nix, obwohl das die Sony ist. Sony Alpha, ein paar gequetschte. Ja, jetzt hat Stefan mir hier so einen Ventilator reingemacht, aber machen wir mal weiter. Bläst mir voll jetzt ins Gesicht. Genau, bei der Mascara sind wir stehen geblieben. Die ging nämlich gerade aus, die Kamera. Ich hoffe, dass sie jetzt hält. Ja, hier ist was los. Das ist natürlich die Mascara angetrocknet. Aber ist nicht schlecht, muss ich echt sagen. Gut, zwei Schichten sind bei mir immer schwierig. Wir lassen das jetzt so. Ja, auf jeden Fall ist sie gut. Für 6 Euro kann man nichts sagen. Kann ich echt empfehlen. So. Machen wir weiter. Und zwar umrum sind wir weit fertig, ne? Ja, doch, ist schön. Schön geworden. Mhm. Ja, das gefällt mir. So. Das ist schon mal gut. Ne? Das ist die Sommerpalette. Machen wir jetzt mal mit dem Bronzer weiter. Ist gut, ne? Kommt man bestimmt auch lange mit aus. So. Okay. Ist auch ein großer Spiegel mit drin. Oh, ich habe zu viel genommen. Aber ist okay, ne? Lässt sich schön ausblenden. Doch, die Farbe ist gut. Doch. Das gefällt mir. Noch ein bisschen. Nase. Doch, der ist gut. Wie gesagt, das ist Medium. Doch, der Bronzer ist toll. Der gefällt mir. Super. Die 02 Medium, ne? Doch, toll.
wie gesagt, ruckzuck fertig. Ja. So, jetzt machen wir mal. Jetzt müssen wir noch den Blush. Jetzt überlege ich, ob wir das ein bisschen mischen. Ich glaube, wir mischen das ein bisschen. Ich werde mal in den so reingehen. Okay, staubt jetzt ein bisschen, ne? Und in diesem Schimmerton. Oh, ja. Okay. Die staubt. Okay. Okay. Im Auge. Jetzt habe ich hier so ein bisschen mehr genommen. Dann müssen wir die auch noch mal. Natürlich ist ein bisschen viel, ne? Aber der eine mag es mehr, der eine mag es weniger. Kommt immer drauf an, ne? Aber nicht schlecht. Und gut, staubt jetzt ein bisschen. Aber wie gesagt, 7 Euro. Jetzt nehme ich mal in der Schimmerfarbe nur ein bisschen noch mal. Okay, einzeln tut die Schimmerfarbe nicht. Die Farbe ist gut, oder? Ein bisschen viel Blush jetzt. Aber ist okay. Ist okay. So. Wie gesagt, wir haben auch noch die kräftigen Farben hier drin. Gucken vielleicht beim nächsten Mal, dass wir die mal benutzen. Oder mache ich das jetzt mal? Ach, ich mache das jetzt mal. Wir überblaschen das. Oh. Hui. Das ist ja ganz was anderes, ne? Ohohoho. Ui. Okay. Halleluja. Was ist das? Werde ich das mal so gelassen? Oh mein Gott. Das ist aber ein Knall. Den kann ich mir gut vorstellen aufs Auge. Kann man ja abwandeln aus dem Auge, ne? Oh, Hilfe. 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 Oh mein Gott. Oh, schön, 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 schön. Schön ist es ja. Wie lasst du das jetzt so? Aber das ist der Knaller. Das kann ich mir gut für aufs Auge vorstellen. Ja. Das ist der Knaller. Super. Doch, ist nicht schlecht. Schlecht ist es nicht. Man muss nur gucken, wie man damit umgeht, ne? So, wie gesagt, war ja der erste Test. First Impression hier. Also, die Farben sind nicht schlecht. Das ist ja echt der Knaller. Damit kann man tolle Sachen mitmachen. Ganz toll. Nicht jeder steht ja auf Schimmerblush, ne? Aber wer auf Schimmerblush steht, ist ein ganz toller Ton. Hier ist ein bisschen weniger drauf. Aber toll. Muss ich echt sagen. Gefällt mir. Ja. So. Haben wir alles, ne? Ich glaube, genau, wir wollten ja nochmal. Ich nehme jetzt mal den hellen Ton von hier, diesen Ton, aus der Palette für Highlighten. Zum Highlighten. Nehme ich mal einen Pinsel. Gehe ich mal drauf. Da brauchen wir nichts mehr. Aber an der Nase noch mal so ein bisschen Schimmer. So ganz leicht. Ja, der könnte ein bisschen kräftiger sein, ne? Aber ist okay. Wie gesagt, ihr kriegt von YouStar auch Highlighter. Waren auch 6 Stück. Ja, 6 verschiedene. Aber das ist okay. Ganz leichter Glanz hier ist okay in der, von der Palette. Ja, finde ich gut. Hier brauchen wir jetzt nichts mehr, weil wir ja hier einen anderen haben. Aber das sieht gut aus. Schlecht sieht es nicht aus. Doch. Doch, ich finde es gut. Auch das kann man gut als Highlighter nehmen. So, sind wir durch. Jetzt machen wir noch ein bisschen Fixing-Spray. Und dann nochmal eine Lippi.
Machen wir nur Lipgloss. Nehmen wir von Pixi den Fixing Mist. Hier, diesen, den wir auch in der Box hatten. Nehmen wir den. Schön. So leicht Rosenduft, ne? Das nehme ich hier von Colourpop. Nehme ich so ein Lipgloss. Der schmeckt so ein bisschen nach Schokolade. In der Minze war das so, After Eight. Schön. Aber der klebt, ne? Dieser von Colourpop klebt. So klebriger. Aber gut, für den Sommer, ich finde, man muss nicht mehr knallige Lippenstifte drauf machen, wenn man schon ein kräftiges Make-up hat, ne? Und für den Sommer sowieso finde ich das astrein. Ja, so ein Lipgloss. So, haben wir alles benutzt, ne? Also, ich muss sagen, wir haben was Schönes geschaffen und das für 50 Euro. Okay, ein paar Sachen habe ich jetzt von zu Hause genommen. Okay, die auch nochmal 13 Euro, ne? Aber ich muss sagen, auch von der Blush-Palette, wenn man damit richtig umgehen kann, toll. Könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr das findet. Ich finde, das ist eine gute Sache. Wie gesagt, für 50 Euro oder 60 Euro ist mit Make-up, seid ihr echt gut bedient. Muss ich echt sagen. Toll. Auch der Bronzer, den finde ich klasse. Alles finde ich klasse. Doch. Okay, das hat halt ein bisschen gestaubt. Da kommt auch auf, was für ein Pinsel ihr nehmt, denke ich mal. Die Schimmerfarben haben jetzt nicht so gestaubt, der von der Blush-Palette. Die anderen schon. War doch schon ein bisschen viel Kickback drin in der Palette. Aber sonst bin ich echt zufrieden. Doch. Doch. Ja. So. Doch, ich finde das so, doch, ich finde es schön, schön. Heute könnt ihr was gewinnen. Ich habe Bock. Wir stehen zwar kurz vor die 500 Abonnenten, aber ich habe gedacht, so eine Kleinigkeit haue ich heute mal wieder raus. Ist nichts Wildes, ne? Ich hole das mal eben. Und ja, dann gucken wir wegen Hashtag, ne? So, hier ist eine Kleinigkeit drin, habe ich für euch gepackt, ne? Also das könnt ihr gewinnen, samt der Tasche. Wir gucken mal. Das ist so ein Pflegezett, habe ich mir gedacht. So, eine Lippenmaske ist da drin, eine Handmaske ist da drin, eine Gesichtsmaske ist da drin, dann ein Kosmetik-Haarband und für die Füße dürfen ja auch nicht fehlen, ne? Habe ich hier von Isana, ne, doch ist Isana, ne? Ist das Isana? Fußwohl? Ne, von Fußwohl. Eine Gelmaske, eine pflegende Gelwasser mit Wassermelonenduft. Dann ein Fußbad und ein Peelingbar für die Füße. Finde ich ganz gut. Wie gesagt, alles mit Wassermelonenduft. Ne? Erst geht ihr im Fußbad rein, dann macht ihr Peeling und dann die Creme drauf. Finde ich ganz gut. Ne? Wie gesagt, die Sachen könnt ihr gewinnen plus die Tasche mit dem Hashtag. Mit dem Hashtag. Summer. Machen wir Summer. Summer, Summer, Summer. Ich werde nochmal hier reinschreiben. Ne? Schön kräftig mitmachen, natürlich ein Däumchen nach oben, natürlich abonnieren, würde mich riesig drüber freuen. Genau, und unterm i findet ihr weitere Videos von mir. Ich werde mich jetzt verabschieden. Ich hoffe, der Ventilator hat nicht so gestört. Ne? Aber ich bin immer noch begeistert, das sieht richtig geil aus, muss ich echt sagen. Muss ich echt sagen, das sieht geil aus. Auch das Make-up, ne? Für den Sommer, doch, wenn man braun gebrannt ist. Ein bisschen Concealer mit rein, doch, ich bin echt begeistert. Auch der Schimmer ist nicht so übertrieben. Ich bin begeistert. So, meine Lieben, wie gesagt, schön mitmachen bei der Verlosung. Und bei der 500 Abonnenten-Verlosung kommt auf jeden Fall was Besonderes. Das ist alles schon hier. Auf jeden Fall eine besondere Sache bei. Ne? Genau. Ich werde mich jetzt verabschieden. Habe ich ja gerade schon gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Bla 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 bla. So. Wie gesagt, Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen, dranbleiben. Denkt dran, passt auf euch auf, achtet auf euch, also auf den Mitmenschen. Wir sehen uns, euer Tamja. Ciao, tschüss, Kowski, bei der Tür, schön mit Ö, ciao. Bye.